liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in der neuen Folge Minecraft Tropicraft, Folge Nummer 5. Ja, letzte Folge hat es gut geklappt, da sind wir hier tatsächlich in dieser neuen Dimension angekommen, die mich gestern schon total geflasht hat und auch heute richtig flasht. Mittlerweile ist ja schon der Tag angebrochen und es sieht bei Tag genauso schön aus. Schaut euch das an, wie in der Nacht. Also es werden wir richtig viel Spaß hier haben. Und ja, jetzt gilt es erstmal ein kleines Häuslein aufzubauen, ein bisschen was zu craften, so diese Standardsachen halt, die man immer mal machen muss. Mir ist jetzt gerade die Schaufel kaputt gegangen, das macht aber gar nichts. Ich habe gerade überlegt, wir haben ja noch ein Eisen gehabt. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt hier mit Erzen aussieht, ob wir hier rar besetzt sind oder generell. Ich weiß auch noch gar nicht so richtig, was uns hier erwartet. Aus diesem Grund machen wir jetzt erstmal so die Grundsachen, die... Also regnen tut es hier zumindest auch. Also das stand aber im Reisekatalog nicht drin. Das muss ich mal sagen. Ich habe Sonnenschein gebucht. Ich komme mir vor wie so ein Tourist hier, ey. Unglaublich. Aber der Regen, der tut natürlich jetzt seinen Teil dazu beitragen, dass es hier noch mehr Leggen tut. Geil. So, aber es geht, denke ich mal. Wir werden jetzt hier schön fleißig das Ganze hier nochmal eben ebnen. So, dass wir hier auch Platz haben. Und da sehe ich auch schon, da ist Grundgestein. Also kein Bedrock, sondern hier diesen... Ganz normalen Cleanstone. Felsgestein. So. Jetzt haben wir hier erstmal ein bisschen Platz. Haben wir uns ja wieder mal eine geile Ecke ausgesucht hier. So. Okay. Blop, 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 blop. Blop, 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 blop. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Platz. So, da haben wir gesagt, da wollen wir drei haben. Haben wir auch drei. So, jetzt machen wir wieder hier das hier hin hier halt, ne? Also, eins, zwei, drei. So, das nehmen wir jetzt auch nochmal eben mit. Eins, zwei, drei. Ja, dann kommt hier nochmal eben eins, zwei, drei. Und dann ist das auch schon wieder zu Ende hier. So, eins, zwei, drei. Na, so, da haben wir es. So, keine Müdigkeit vorschützen hier, Freunde. So, hier würde ich ganz gerne Holz auch setzen. Allerdings sind mir, ich habe mir jetzt die Planks noch nicht angeguckt. Das können wir uns ja mal eben angucken. Gab es eigentlich schon, nee, Direct und so gab es ja noch gar nicht, ne, in der 1.7.10. Die gab es da noch nicht. So, was haben wir denn da Schönes? Hier haben wir drei. Das bringt uns jetzt nicht wirklich weiter. Hier würde jetzt natürlich noch mal einmal fehlen. Würde nur so... Oh, wir brauchen auf jeden Fall Stein, sehe ich gerade, Leute. Das würde ich gerne als Fußboden benutzen. Pack das mal hier rein. Das ist alles ein bisschen durcheinander. Wie sieht ein Mahagoniholz aus, wenn man das... Mal gucken, wie Mahagoni... Ja, wir müssen ein bisschen probieren, Leute. Ich kenne mich, wie gesagt, hiermit nicht aus. Mahagoni sieht ein bisschen aus Tropenholzbretter. Okay, also das sieht genauso aus wie bei uns der Jungle Wood. Einzig sind die Palmplanks. Die sehen hier so ein bisschen anders aus. Wenn wir uns die mal anschauen wollen. Wir können es ja mal direkt testen, wie es aussieht, wenn wir das hier so mal reinsetzen wollen. Dann sehen die so aus, also so ein bisschen dunkler. Eigentlich mag mir das, glaube ich, gefallen. Sieht eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Das wird dann so ein bisschen dunkler, das Holz, aber ja. Mit einem schönen Birkenfußboden oder so könnte ich mir gut vorstellen. Aus diesem Grund werden wir das auch umwandeln tun. Muss ich mal eben kurz schauen. Haben wir hier noch ein bisschen von dem... Ach, wir haben keine Axt, das war das Problem. Dann hole ich mal eben eine neue Axt. Das Bambus. So, dann holen wir uns mal eine neue... Kann man durch Bambus eigentlich durchgehen oder ist das festes Material? Ja, da kann man durchgehen, okay. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Verhält sich das wie Zuckerrohr? Ich glaube schon, ne? Dann lassen wir das da mal so ein bisschen und... Ja, genau so machen wir das. Wir lassen das mal so und dann kann das ja nachwachsen. Später können wir uns ja auch noch eine größere Farm bauen oder so. Schönes Bambusbett bauen. Ja, so, dann craften wir uns mal so ein bisschen... Was kann man denn noch Schönes machen hier? Naja, keine Ahnung. Also wir werden auf jeden Fall noch genug Möglichkeiten finden. Jetzt erstmal eine Axt. Eisen haben wir nicht, also müssen wir Stein nehmen. Oh, die letzten Steine. So, und hier ist auch so eine schöne Palme. Will ich hier die Landschaft schon kaputt machen? Ich weiß es gar nicht.
Ach, der ist so schön. Ich glaube, wir gehen lieber auf die andere Seite. Hier vorne ist so schön. Und gehen wir hier auf die Seite. Da sind da auch noch ein paar Palmen. Obwohl, hier leckt das so furchtbar. Egal, hier kommen die schön hochgewachsen. Die nehmen wir jetzt mal mit hier. So. Ja, Verzeihung, wie gesagt, dass es lecken tut. Das wird uns jetzt in diesem Let's Play auch ein bisschen weiter, wie sagt man, begleiten. Das liegt, wie gesagt, nicht an mir. Die FPS, die liegt momentan bei 45, jetzt auf 50, 52, 55. Also, das liegt tatsächlich an der Version. Ich habe es auch schon in der letzten gesagt, wie gesagt, in der Aufnahmeseason, wo ich sagte, ja, das liegt jetzt nicht an mir. Also, sorry, Leute. Das ist, wie gesagt, so in der 1.7.10er. Wir sind, wie gesagt, nicht aktuell mit dieser Mod, die hier drauf ist. Die ist schon, hat schon ein paar Jahre auf dem Puckel, wenn man so will. Und aus diesem Grund, ja, man kann nicht alles haben. Halt, ne? Also auch die mit einem super PC, die haben vielleicht Glück dann, wenn sie sich auskennen mit den Einstellungen oder so, dass das dann klappen tut. Aber wie gesagt, ich bin da nicht so firm drin. Ne? Nur zum Verständnis halber. Nicht, dass es dann hier heißt so oder so, ne? Wisst ihr ja, kennen wir ja, ne? Aber bis jetzt geht's ja einigermaßen, oder? Hoffe ich doch zumindest. Ich denke, das ist noch im grünen Bereich. So, so viel dazu. Okay, dann werden wir die erstmal jetzt zumindest umwandeln. So, ich nehme mal 16 eben aktuell. Wie gesagt, ich versuche das immer so ein bisschen sparsam zu machen. So, dann machen wir die hier hin. Ja, das sieht zumindest schon mal ganz interessant aus, was wir hier machen. Irgendwie. So. Die Decke, ja, da bin ich auch noch am überlegen. Aber ich glaube, die Decke, die werden wir aus Stein machen. So. Okay, jetzt haben wir wieder keine mehr. Muss ich wieder neu umwandeln. So, sechs haben wir noch. Also müssen wir wieder Palmen ernten gehen. Wir können auch neue anpflanzen. Wir haben Saplings. So, okay. Hier gerade, Fackeln haben wir auch nicht mehr so viele. Also wir müssten mal irgendwie was machen. Also wir, wir müssten was machen. Ja, ich glaube, wir müssten mal so ein bisschen, irgendwie mal so ein bisschen Stein hier ranholen. Und ich bin schon fast am überlegen, ob wir hier uns mal so runterbauen. Das sieht hier interessant aus. Leute, ich glaube, das machen wir mal eben. Kennt ihr ja, ne? Das machen wir ja immer. Da bin ich ja... Och, da ist ja schon Eisen. Das geht ja schnell hier. Können wir das gleich mitnehmen oder was? Ach, weißt du was? Komm, das nehmen wir gleich mal mit. Okay. Gehen wir erstmal gleich mal ein bisschen farmen. Also wir brauchen auf jeden Fall eine ganze Menge. Aus diesem Grund gehen wir mal ein bisschen farmen. Und bei der Gelegenheit übrigens, da ich ja schon ein bisschen was habe, können wir mal ganz kurz was machen. Wir können jetzt nämlich schon mal hier das hier schon mal langziehen. So. Und dann hatten wir ja noch die Geschichte gehabt mit dem Palmen. So. Einmal so, 34. So, das können wir hier zum Beispiel schon mal ein bisschen Dichte machen. Dann mache ich mal kurz 3. So, und da möchte ich ein bisschen Glas haben. So. So, dann haben wir das dann auch schon mal erledigt. Gut, Knut. So, und nun gehen wir mal weiter nach unten. Werd aber vorher noch das Ganze hier reinpacken, das ganze Gedöns, was wir jetzt nicht brauchen. Also wir haben ja eine Menge, die wir jetzt erstmal momentan nicht brauchen. Palmholz, Sand, Sand, Glas, Glas. Das nehmen wir mal mit. Das können wir hier lassen, das können wir hier lassen, das können wir hier lassen. Eisenerz können wir hier lassen, das können wir hier lassen. Die Kiste ist übrigens gerade voll. Ja, ist immer wieder geil. Und ja, irgendwie so halt. Ist da eigentlich irgendwas drin, was man noch... Ein Eichensetzling. Ich werde mal hier eine Eiche pflanzen, Leute. Wir pflanzen hier einfach mal ganz frech eine Eiche hin. So. Okay. Und dann gehen wir mal hier runter. Und dann gucken wir mal,
was uns da unten alles Fröhliches erwartet. Ich habe übrigens gerade mal so eine Idee. Wir können ja mal bei der Gelegenheit mal ein paar Monster anschalten. Wir spielen ja immer noch im Peaceful und wir haben ja das Problem hier gelöst eigentlich mit dem Essen. Ja, sieht doch gut aus. Weil so können wir ja mal angucken, was es hier so für interessante Tiere noch gibt. Ne? Deswegen machen wir hier ein bisschen Action, jetzt sind wir die Monster erstmal wieder an. So. Haben wir das auch wieder. So, was haben wir da? Eisen. Vielleicht erwischen wir ja eine Spinne. Vielleicht gibt es da hier Spinnen oder so. Weil dann könnte man sich ja... Schon wieder Eisen. Okay. Weil dann könnte man sich ja vielleicht eine Angel bauen oder so, wisst ihr? So eine richtig geile Angel. Boah, also eine Rüstung ist auf jeden Fall schon drin hier. Prima. Ja, bis jetzt ist das Feeling richtig geil, Leute. Also das kann ich euch wirklich sagen. Es macht mega viel Spaß, diese ganzen neuen Sachen zu entdecken. Das ist so ähnlich das Gefühl, so wie als wenn man Minecraft zum ersten Mal spielt. Und ja, ist Hammer. Also ist richtig Hammer. Ja, so war das eigentlich jetzt nicht gedacht. Warte mal. Nein. Jetzt aber. So, jetzt kann da nichts mehr passieren. So. Ja, es passiert manchmal. Kleines Fältchen. So, jetzt bräuchte ich ein bisschen Kohle, wäre cool. Ansonsten müssen wir uns Holzkohle machen für Fackeln. Oder hatten wir nicht Kohle gehabt? Ich hatte doch so viel Kohle mitgenommen. Also ich würde ganz gerne ein bisschen Kohle mitnehmen, sodass ihr seht auch was. Weil wir sehen ja hier momentan gar nichts. Ja, da können wir doch mal schon mal ein bisschen was aufbauen. Irgendwie regnet es hier, kann das sein? So. Ist das in den Tropen immer so? Also das ist ja wirklich... Was ist denn das? Oh! Jesus! What? Was war das? Das war ein Creeper. Sag mal, hat der Creeper mir hier Blumen hingelegt? Gibt's hier Blumen-Creeper? Also, was war das denn gerade? Ich krieg ja einen Schock nach dem anderen, Leute. Ich krieg ja einen Schock nach dem anderen. Ey, hört auf. Ich brauche Licht, Alter. Ich hau jetzt ab in die Höhle. War das echt ein gutmütiger Creeper? Gibt's sowas hier? Echt? Hört doch mal auf, ey. Ist er jetzt ins Haus reingegangen? Oh, hallo? Bin ich froh, wenn hier ein Dach über drauf ist. Ey, war das echt ein Creeper hier mit einem... Ich habe keine Ahnung, Leute. Abgefahren. Er hat ganz viel Blumen hier hingestellt. Ich weiß es nicht. Oh... Leute, ich bin hier gerade voll überfordert, ey. So, warum geht denn das nicht? Das sind doch Planks. Wieso kann ich denn hier keine Kiste herstellen? Ja, das ist ja suboptimal. Haben wir mal was anderes? Ich will eine Kiste haben. Hier, Eichenholz. So. Gut, dass ich Eichenholz mitgenommen habe. Ich weiß nicht, ob es hier Eichenholz gibt, weil ich will auf jeden Fall noch eine Kiste mal eben craften. So. Das reicht eh nicht. So. So, dann verdoppel ich die mal eben hier. So, da können wir nämlich den ganzen anderen Plünder hier auch mal reinpacken. Boah, ey. Verrückt. Ich sag euch. Verrückt. So, jetzt geht's aber los hier. Ab nach unten. Mann, ey, ist das aufregend hier, Leute. Ich sag euch das. Ich glaube, der Creeper, der hat da echt Blumen hingestellt. Wieso ist denn das so komisch hier? Was ist da los? Was soll das hier? Wo kommt der ganze Sand her? So. Geht das jetzt bis unten so, oder? Tatsächlich. So wie ob die das geahnt hätten, dass ich mich hier runterbuddeln will. Aber hört mal auf. Kann ich das hier umgehen? Anscheinend. Dann gehen wir hier runter. Dann werden wir da mal so eine kleine Abkürzung nehmen hier. Ja, hier sieht es gut aus. Und dann gehen wir ganz normal den Weg hier weiter runter. Ja, sieht gut aus. Das war vielleicht gerade so eine blöde Stelle oder so. Aber ist ja nicht schlimm. Eine Höhle sehe ich auch noch nicht. Und wir brauchen auf jeden Fall jede Menge Steine. Deswegen schadet es hier gar nichts. Die Pickaxe hat auch noch ein bisschen ordentlich was drauf.
Vielleicht finden wir sogar schon ein paar Dias jetzt hier in dieser Folge. Wer weiß, was da unten alles auf uns wartet. Ich bin mega gespannt, Leute. Jetzt mal erstmal eine Fackel wieder setzen. Ich mache auch erstmal nur einen Gang runter. Weil ich, wie gesagt, nicht weiß, ich weiß hier gar nichts. Ich weiß weder, wie tief das hier geht, noch sonst irgendetwas. Ich bin mega gespannt, was wirklich alles noch auf uns zukommt. Und es macht wahnsinnig viel Spaß. Leute, ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist wirklich so. Es hat wirklich richtig Feeling. Und ich bedanke mich schon jetzt, obwohl das gerade mal erst die Folge 4 oder 5 hier ist, dass ich dann sage an die Entwickler, die das hier ermöglicht haben, Respekt. Und ja, voll fetten Dank dafür. Also falls ihr da mal zuschauen sollten. Also das macht wirklich mega viel Spaß. Diese ganzen Sachen hier neu zu entdecken, wie gesagt, und zu gucken, was baut man hier so. Deswegen, ich kann auch wirklich nicht sagen, wie viele Folgen wir hier insgesamt machen werden. So eine Adventure-Map, naja, geht ja bei mir manchmal auch bis zu 20 Folgen. Hier kann es sein, dass wir vielleicht sogar 40 Folgen machen oder mehr. Keine Ahnung. Ja, mega fette Sache. Und erstmal weiter nach unten hier schön. Schön erstmal so ein bisschen auch was mitnehmen, dass wir hier wirklich genug Steine haben. Erstmal ganz nach unten gehen. Ich weiß, sind aber alles hier. Boah, das ist ja schon ordentlich tief hier. Erstmal eine Fackel wieder setzen. So. Bin mal gespannt, ob auch das nochmal geupdatet wird. Also das wäre auch mal so eine interessante, um mal zu schauen. Ja, das ist mal vielleicht für die 1.10er oder was. Kann man ja mal machen. Weil die 1.9er, die lief ja auch recht stabil. So, da ist wieder Eisen, glaube ich. Zumindest irgendein Erz, ja, Eisen. Okay, wieder eine kleine Eisenader. Die nehmen wir natürlich mit. Ich nehme jetzt erstmal alles mit, was man hier so finden kann. Halte ich für eine clevere Sache, weil wie gesagt, eine Rüstung könnte man, glaube ich, schon ganz gut gebrauchen. Und ja, je mehr Eisen, wie gesagt, ne, nehmen wir auf jeden Fall mit. So, der Anfang war ein bisschen schwierig gewesen, da hatten wir ein bisschen Pech gehabt, mit den ganzen Sachen zusammenzupacken. Aber ja, jetzt gibt es mal gerade eben einen kleinen Leck, da hat er mal kurz gerülpst. So, ja, wir haben 17 Minuten, also ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich denke, hier sind diese 25 Minuten pro Folge eigentlich immer echt ganz cool. Eigentlich, das macht eigentlich auch Spaß, da das ja, wie gesagt, unregelmäßig hier rauskommt. Und da passt das auch. So, plumps geht's hier runter. Und es geht noch tiefer. Bis jetzt ist noch gar nicht so viele neue Erze. Also auch Kohle ist hier recht sparsam, sage ich mal, bis jetzt noch. Können ja mal kurz mal gucken, in welcher Höhe wir sind. Wir sind bei... wo steht denn das? X minus... Y ist 21. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall noch ziemlich weit oben, würde ich sagen. So. Ich musste mich gerade ein bisschen überrascht, Leute, weil dieser ganze Bildschirm irgendwie so, der sieht ja auch anders aus, ne? In der 1, in der 1.10er. Ey, das ist ja wirklich voll retro irgendwie, voll witzig. Man hat sich so dran gewöhnt, ja? Also, da, ich weiß noch, damals da war das irgendwie so, oh, voll geil, so irgendwie Minecraft 1.7er-Version, generell dann die 1.7.10, ne? Ich meine, ich habe ja 1.7.8 und diese ganze Geschichte. Und dann auf einmal merkt man dann erstmal so, wenn man jetzt so gewöhnt ist, in diesen aktuellen Versionen zu spielen, die meines Erachtens stabiler laufen als die Vorgängerversionen. Ja, da ist auch ordentlich was in Sachen Technik gemacht worden, glaube ich. Das läuft wirklich richtig flüssig. Und das ist schon erstaunlich. Also das ist schon, dass man sich so schnell doch auch... meine Kohle, cool. Dass das so schnell sich entwickelt, ist schon Wahnsinn, finde ich. So. Boah, komm, ey, jetzt hör auf. So, muss mal gucken. Vielleicht kann ich ein bisschen was an den Einstellungen machen. Dass wir nicht ganz so viel Saft draufgeben oder so. Notfalls muss ich dann einfach nochmal ein bisschen, ja, Prioritätszuweisungen machen. Dann können wir auch nochmal ein bisschen was rausholen. Wobei die Framerate eigentlich geht, also. Oh, jetzt ist die kaputt gegangen, sehe ich gerade. Okay, das ist ja ein bisschen ärgerlich. Na gut, dann müssen wir halt nach oben gehen, weil wir brauchen eine neue Pickaxe. Ich glaube, ich werde mir auch wieder eine aus Eisen machen. Die hält ein bisschen länger und falls wir andere Erze finden, haben wir die gleich. Also wir sind schon gut tief, wie gesagt. Das ist schon mal ganz gut. Vielleicht sind wir auch bald auf Dia-Ebene. Essen verbrauchen wir momentan auch nicht so viel. Da bin ich eigentlich auch schon recht glücklich drüber. So, und wir können uns zumindest schon mal jetzt auch mal um eine Decke kümmern. Es ist auch gerade hell. Das ist auch gut. So, ja, prima. Und wie sieht's hier aus? Okay, das kann ich gut gebrauchen.
Das lasse ich erstmal drin. Obwohl, das können wir auch hier nochmal reinpacken. Dann haben wir das gleich da drin. So, und zwar werden wir als allererstes, glaube ich, uns um die Decke kümmern. Und zwar habe ich mich jetzt ganz spontan entschieden, die Decke aus Cobblestone zu machen. Erstmal. So, das heißt, wir setzen die hier an. Da fehlen natürlich noch ein paar. Das heißt, wir müssen noch ein paar schmelzen. Oder zu Cleanstone umwandeln, wie ich immer sage. So, dann haben wir nämlich schon mal eine Decke. Ein Bett werden wir uns auch noch craften und hier reinstellen, für den Fall der Fälle. Wie gesagt, aktuell sind wir ja nicht mehr auf Peaceful, sondern ganz normal. Zwar auf Easy, aber so, sieht doch gut aus. Ja, da könnten wir später sogar noch eine zweite Etage draufpacken. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht sogar einen Keller ausheben. Das mache ich ja auch immer gerne. Diese ganzen Optionen lasse ich mir ja immer offen. Was war das? Also wir sehen natürlich jetzt nicht, wenn, wenn hier irgendwas ist. So hier, also ist doch schön. Sie können erstmal Fackeln hinpacken. Mal hier hin machen, so. So, dann kann da noch eine hin und dann irgendwo hier würde ich gerne da, da, da. Und hier würde ich auch sagen da und da. Ne? Sieht doch hübsch aus. Haben wir hier auch ein bisschen Licht. Ja, Fußboden habe ich mir auf jeden Fall gedacht, Laminat zu legen. Also jetzt nicht irgendwie so Sandgestein oder so oder irgendwelche anderen verrückten Sachen. Sondern die Luft ist rein. Wer weiß, was hier nachts für Tiere rumrennen. Ich werde verrückt. So, ich nehme auf jeden Fall den Crafting-Table damit rein. So. So, okay. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Crafting-Table. Den können wir nämlich mal auch irgendwo schön hin positionieren. Ja, nicht so vors Fenster. Das finde ich ein bisschen doof. Also ich finde, man könnte durchaus auf dieser Seite schlafen. Das heißt, dann machen wir mal den Crafting-Table hier so hin. Dann würde ich mir hier nämlich ein Bett aufbauen. Das können wir übrigens auch schon machen. Habe ich Platz im Inventory? Ja. Wir brauchen auf jeden Fall eh mehr Kisten, deswegen nehmen wir das mal eben mit. So. Dann crafte ich mir das eben mal kurz um. 1, 2, 3, 4. Brauchen wir. So, dann zeige ich mal her. Dann werden wir auf jeden Fall erstmal eine Kiste bauen. Dann mache ich mir gleich wieder eine Double Chest. So. 1, 2. Die packen wir. Weißt du was, die passt gut daneben, finde ich. 1, 2. So, da können wir jetzt ja nämlich auch anfangen, mal hier so ein bisschen auf Sortieren zu machen. Das heißt, das packen wir mal da rein. So, Holz machen wir mal hier hin. Die Planks, die machen wir mal hier hin. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Hier ist Eisenerz, das packen wir da hin. Sand mache ich erstmal da hin. So, und jetzt können wir nämlich hier nach und nach... Recht ruhig hier. So, jetzt können wir hier nach und nach den ganzen Kladderadatsch hier mal alles mal so mitnehmen. So, 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 so. Achso, jetzt bin ich schon wieder voll, sehe ich gerade. Gut, gehen wir hier rein. So, können wir bei der Gelegenheit eigentlich mal, warte mal, mal gucken, ob 1, 2, 3, hier haben wir noch, 1, 2, 3, ach, das geht, prima. Dann können wir mal kurz ein Bett bauen. Das würde ich mir nämlich dann hier hinstellen wollen. Jetzt gehen wir mal eine Runde pennen, würde ich sagen. Ho, das geht sogar. So, dann können wir nicht mal schlafen. Dann haben wir hier nämlich auch einen schönen, ja, wie sagt man so schön, einen Point gesetzt, ne? So, dass wir hier dann im Endeffekt dann auch immer wieder spawnen, falls irgendwas passieren sollte. So, und hier können wir das Ganze mal schön sortieren eben. Hier mache ich mir Erde und so ein Zeug hin. So, hier ist auch wieder Erde. Was ist das hier? Planks. Die packe ich mal hier hin. Das ist von der Palme. Hier ist das. Ja, das geht natürlich nicht. Das habe ich mir fast gedacht. Wobei die fast gleich sind. Also Eichenholzbretter und Tropenholzbretter ist fast das gleiche. Hier haben wir jetzt noch Black Sand. Also, ja, was man aus Black Sand macht. Da bin ich auch mal gespannt. So, Eisenerz können wir durchnudeln. Hier ist der normale Stein. Wir machen gleich ein bisschen Ordnung, Leute. Nicht, dass ihr euch hier wundert. Halte ich für wichtig, dass man hier gleich von Anfang an ein bisschen Ordnung hält,
Weil hier scheint es eine ganze Menge zu geben. Hier Mineral Sands, also da müssen wir uns wirklich erstmal ausgiebig mit beschäftigen. Kenne ich mich absolut nicht mit aus. Hier haben wir Birkenholzbretter. Ist nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob es reichen wird. Wäre natürlich cool, wenn wir hier Birkenholz, also da hätte ich nur eine Idee, die man versuchen könnte umzusetzen. Rote Wolle, okay, packe ich hier hin. Können wir uns einen Liegestuhl daraus bauen? So, jetzt sind hier so ein paar andere Krimskrams-Sachen. Also hier Dekoartikel halt, ne? Kaktus und sowas alles. Hier halt noch ein bisschen von diesen, ja, Bambus-Geschichten. Komm, eine lass da mal drin, so ins Decken. Ja, hier ganz viele Blumen hier. Und hier Mushrooms. Ananas, aber ich immer noch nicht weiß, ob man die essen kann. Setzlinge. Hier diese Becher. Also da müssen wir wirklich abwarten. Also das ist noch zu früh, um hier irgendwie sagen zu können, ja, wir können das machen, wir können das machen. Das ist echt noch zu früh. Also hier sind erstmal zwei Ziegel, die wir nehmen können. Die können wir da draußen. Was sagt denn hier? Ich habe doch gerade gepennt, oder? Ach so, nee, Quatsch, doch. Hier wollten wir das jetzt weiter ranmachen. So. Ist ja merkwürdig. So. Das nehmen wir mit. Haben wir alles. Dann können wir die Kiste hier theoretisch auch abbauen. Die brauchen wir jetzt nicht. Die können wir dann da drin positionieren. So. Klasse. Ist nur noch der Ofen da. Den nehmen wir dann auch noch mit. Aber ich sehe gerade, wir überziehen mal wieder. Ja, das haben wir echt drauf mit dem Überziehen. Moment, aber ich will unbedingt noch kurz diese Kiste hier hinsetzen und den Ofen. Dann ist das für diese Folge dann auch erledigt. Weißt du was? Ich mache jetzt diesen ganzen Pflanzenkrimskrams, den packe ich jetzt mal hier rein, weil ich glaube, hier gibt es mehr Pflanzen als Steine. Und es sieht da hier wirklich, also da haben wir wirklich, wir können ja im Endeffekt eine Gärtnerei aufbauen, glaube ich. Ja, eine voll fette Gärtnerei können wir hier aufbauen. Wir haben ja dermaßen viel und jetzt sortiere ich das mal eben nochmal kurz um. Das heißt, das Ganze nehmen wir nochmal eben mit hier. So. Und dafür packe ich, was wollte ich da hinpacken? Hier das Leder zum Beispiel, das halte ich für ganz sinnvoll. Vielleicht kann man daraus noch was machen. Hier diese Kokospflanze-Geschichte da irgendwie. Ja, und hier die Saplings. Gut. Ja, und die Kohle packe ich dann auch erstmal hier rein. So weit, so gut. Schaut ja erstmal ganz nett aus. So, in der nächsten Folge können wir ja schon mal so ein bisschen ja, uns darauf vorbereiten, was wir da machen wollen. Und zwar denke ich, ist es sinnvoll, hier diesen Boden auszumachen, also auch schön auszuhöhlen mit dieser Birke hier. Und ja, dann sehen wir mal weiter. Wie gesagt, das habe ich mir so vorgestellt, dass wir das so machen. Ja, dann kriegen wir ja das Doppelte raus im Endeffekt. So. Ja, das ist jetzt natürlich, das ist wieder eins übrig. Okay, da haben wir dann so einen Knopf oder was. Wie viel haben wir denn dann da? 24. Na, ob das hier ausreicht, das bezweifle ich, aber da müssen wir mal gucken. So, ich sage aber erstmal schönen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao!